Willkommen zurück zu Let's Play Crisis Core Final Fantasy 7. Ich bin euer Darth Vena, das ist Zack. Und wir werden uns heute noch einmal um ein paar Missionen kümmern. Habe ich schon gespeichert? Oh, ich mach's einfach mal so. So, Lebenspunkte sehen gut aus, Magiepunkte sehen gut aus, AP sieht gut aus. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier für wundervolle... Gehen wir mal auf die Jagd nach Kostbarkeiten. Utensiliensuche. Der Schatz einer einsamen Insel. Das klingt doch schön. Ja, die Mission nehmen wir an. Und ja, mal gucken, was dort auf uns warten wird. Fününü? Fününü. Jeder, der es verstanden hat, bitte laut aufschreien. Ja, ich hab's verstanden. Und gut, wir sind hier gerade in der Mission. Ich hoffe, dass diesmal die Aufnahmen auch nicht irgendwie abrupt irgendwie unterbrochen werden, so wie in den letzten drei Teilen oder so. Gut, schauen wir mal erstmal die Karte an. Och, das ist ja ein bisschen Weg. Das kriegen wir, glaube ich, mal hin. Boom. Oh, Kampf, was ein Zufall. Oh nein, ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass hier auch noch gekämpft wird in diesem Spiel. Erstmal hoffen wir, dass wir die Igel angreifen. Oh, die halten nur einen Schlag aus. Sehr gut. Gut, schneller Kampf. So zum Thema sehr leicht. Was haben wir hier in dieser wundervollen Box? In dieser Box haben wir ein Elixier. Lalalala. Gut, umso besser. Oh, da sind wir auch schon beim Gegner. Vielleicht kommt davor noch ein Kampf. Nö, gleich der Endkampf. So, die halten zum Glück ein bisschen mehr aus. Dann macht es den Kampf auch ein bisschen interessanter. Der Vogel macht sicherlich Blitz, dachte ich mir doch. Ich kenne doch diese Vögel aus Final Fantasy 7. Ja, komm mal her hier. Zack, Kampf geschafft. Und Mission absolviert. Da. Schokobo-Armband bekommen. Juhu, was auch immer ein Schokobo-Armband ist. Wir werden uns das irgendwann angucken. Ich glaube, am Ende dieser Folge werde ich nochmal die Utensilien durchgehen und gucken, was ich da so Wundervolles habe. Blablabla. Ich bin heute irgendwie in Gesprächslaune. Ihr merkt davon gar nichts, ne? Nö, überhaupt nicht. Ich werde von der Seite doof angeguckt. Seid froh, dass ihr diesen Blick nicht seht. Gut, weiter geht's. Nächste Mission. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden hier gleich weitermachen. Nicht, dass ihr irgendwie... was mache ich denn als nächstes? Ach ja, genau. Auf der Jagd nach Kostbarkeiten. Utensiliensuche. Slum-Schnitzeljagden. Das klingt doch lustig. Oh ja, das machen wir. Sicherlich auch nur drei Gegner oder drei Kämpfe oder so. Und dann geht's auch gleich wieder weiter. Blablabla. Ich glaube, ich werde mir gleich nochmal einen Kaffee holen oder so. Ba bam, 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 bam. Ich finde die Musik ziemlich cool. Oh nein, hier geht's im Kreis. Oh, da ist der, da ist auch schon der Boss. Gut. Dann werden wir auch gar nicht so lange da hinten. Sehe ich schon eine Kiste. Diese Kiste nehmen wir natürlich mit. Bevor wir auf den Boss losgehen. Ein Häkchen Boss. Das ist ja kein richtiger Boss. Das ist nur so ein langweiliger Vogel wieder. Na komm, öffne dich. Ah. Und eine High Potion. Oh nein, das sind drei Vögel. Eins, zwei, drei. Oh, super. So schnell geht eine Mission zu Ende. Was kriege ich denn jetzt für eine wundervolle Kostbarkeit? Ein Sprung. Sprung. Sprung mal eins. Gut, okay. Wundervolle Musik. Ja, ich dachte mir, ich muss diese Mission einfach mal machen. Einmal, einerseits, weil ihr ja gerne mal hin und wieder fragt, mach doch die Mission weiter. Und andererseits auch wegen der, wegen etwas ganz anderem. Und zwar Level-Ups und andere Bonis und so weiter. Gut, ich speichere hier an der Stelle nochmal ab. Wieder mal meinen Spielstand Nummer 3. Yay, speichern erfolgreich. Und gleich weiter. Mal gucken, wie viele Missionen ich innerhalb von 15 Minuten schaffe. Das war jetzt schon Mission Nummer 2 auf der Jagd nach Kostbarkeiten. Da geht's auch gleich weiter. In den Tiefen einer Höhle. Das klingt doch auch wieder sehr interessant. Ich freue mich schon. Und heute Nacht wird wieder gegruselt. Doom 3. Ja. Ah, sehr schön. Eine Höhle. Was ein Zufall. Auch wieder eine sehr kurze Mission. Oh, hier kommt ein Kampf. Nein, doch nicht. Hier. Jetzt. Gleich. Kein Kampf. Hallo? Wo sind die Kämpfe hin? Gut, erstmal diese Kiste hier. Einmal öffnen. Und da drin haben wir ein Silberarmband. Das ist schön. Oh, was ein Zufall, ein Kampf. Was haben wir denn hier Grässliches drin? Oh, die Würmer. Würmer. Wundervolle Würmer. Ja, das war jetzt natürlich wirklich sehr schwer.
Oh, da haben wir so ein komisches Feuervieh. Das Vieh hat natürlich doch schon einige Schmackes. Das kann sie nämlich selber in die Luft jagen. Mal gucken, ob es das auch wirklich tut. Wow, wow, wow. Nein! Kann es nicht machen. So. Ach, das war's schon. Na gut. Und schon wieder eine Mission geschafft. So, Dunkelopal zweimal. Mhm. Meinetwegen. So, das war auch schon Mission Nummer 3. Und weiter. Nicht lang geschwafelt. Gleich ab zur nächsten Mission, würde ich sagen. Ja. Wir speichern die auch gar nicht ab. So schwer scheint die Mission hier irgendwie gar nicht zu sein. So, dafür ist der Missionskatalog erweitert. Mission. Wo war ich denn jetzt? Ach ja, genau, auf der Jagd nach Kostbarkeiten. Utensilien. Das vergrabene Utensil. Wo geht's denn diesmal hin? Wahrscheinlich wieder in eine Höhle oder so. Ich kann euch hören. All ihr da draußen. Nein. So, gucken wir erstmal, wie groß ist diese Map. Oh, die Map ist doch schon ein bisschen größer. Das ist doch schön. Und hier vorne, gleich auf der ersten Plattform, hier ist ein Kampf. Oh, ich finde das immer so klasse, dass diese Kämpfe so dermaßen vorhersehbar gestaltet sind. Oh nein, es sind kleine komische... Oh. Wow. Komm mal her hier. So. Den habe ich auch. Hier vorne ist auch gleich wieder ein Kampf. Sag ich doch. So. Viele haltet ihr sowieso nicht aus. Ich muss nur aufpassen. Oh, Phasenmodulation. Na, das macht ja natürlich wieder Spaß. Oh, Dia Show. Und 8 Streich oder was? Ah, doch nicht. Schade. 377. Jetzt hört mal auf, mich hier von der Seite anzugreifen und so. Ich habe euch nichts getan. Konnte ja auch noch gar nichts tun. So, hier drüben war eine Kiste. Die werde ich mir natürlich sofort krallen. Oh, und hier ist auch schon der Boss. Für diese Stage ein Bronzearmband erhalten. Gut. Oh, das ist doch schon mal ein bisschen mehr Action hier. Au. So. Zack, zack. Gut, der hat jetzt natürlich schon ein bisschen Schaden gemacht, muss man zugeben. Ah, und am Ende nochmal eine Phasenmodulation. Natürlich. Oh, das könnte gut werden. Man sieht auch schon, wie viele... Oh, toll. Man sieht ja auch, wie viele... wie heißen sie? Aufrufe ich mittlerweile schon habe. Mondharfe zweimal. Hm. Ich habe ja ein paar... mir jetzt sogar noch zwei neue Aufrufe geholt, glaube ich. Nee, einen... Hm. Ah nee, Odin habe ich ja auch bekommen. Wen habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt... Ifrit, Barmut und Odin. Das ist schon ziemlich cool. So. Gar nicht lange warten. Auf der Jagd nach Kostbarkeiten, Utensilie. Oh, in den schwarzen Tiefen. Das ist eine schwere Mission. Mal gucken, wie schwer diese schwere Mission so ist. Ich habe nicht gespeichert. Da ist noch ein bisschen mehr Reiz drin da. Oh, und das ist schon wieder passiert. Fraps hat mal wieder... Nein, irgendwie ist das Programm wieder der Meinung, rumspacken zu müssen. Bis gleich. So, entschuldige die kleine Unterbrechung. Es geht auch gleich wieder weiter. Ein paar Minuten haben wir ja noch. So, die Mission startet gleich. Mal gucken, wie groß die Mission ist. Och, das ist ja gar nicht mal so wenig. Finde ich hier. Aber hier haben wir zumindest schon mal wieder einen Kampf. Ja, Kämpfe sind so vorhersehbar. Oh, Vögel in der Höhle. Komm mal her hier. Hoppla. So. Vögel müssen von hinten genommen werden. So. Wo geht's jetzt hier lang? Da lang. Wenn ich eine Kiste finde und so weiter, nehme ich die natürlich mit. Hier ist nochmal ein Kampf. Hellseherische Fähigkeiten. So. Sam, in your face.
So, und hier weiter in Gang. Hier haben wir auch die Kiste, die ich, von der ich geredet habe. Dunkelopal erhalten. Immer noch keine Ahnung, wozu die sind. Gut, hier haben wir wieder einen Kampf. Na, welch ein unvorhersehbarer Zufall uns hier ereilt hat. Au. Phasenmodulation. Jetzt kann wieder alles Mögliche passieren. Na, toll. Na gut. Zack. Konflikt behoben. Oh, noch eine Kiste. Und was haben wir hier? Mithril. Ja, die Zwerge waren fleißig in dieser Mine. Ah. Schöne, lange Kämpfe, die ich hier gerade eben habe. Ah, und ich bin hier schon fast am Ziel. Ich drehe mich einmal im Kreis. Da lang muss ich. Oh, der nächste Kampf findet auf einer Brücke statt. Und es ist gegen die bösartigen Miraplas. Au. Yay. Und Heldentrunk zweimal. Nicht, dass ich so etwas nicht brauchen könnte. Und wieder eine Reihe von Missionen geschafft. In dieser Folge. Mal gucken, welche wir jetzt machen. Missionskatalog wurde erweitert. Genau, Mission. Auf der Jagd nach Kostbarkeiten. Sekt der Schatzjäger haben wir jetzt. Oh, das ist extrem. Naja, auf der Jagd nach Unbezahlbaren. Nee, Materiajäger. Makonite. Einmal Hölle und zurück. Das klingt ja cool. Elektromagnetische Gebäudehölle. Die schöne Unbekannte. Geheimnisvolle Mail. Leicht. Mache ich das? Mache ich das nicht? Mache ich hier Pause? Was mache ich denn hier? Ja, das ist gar nicht mal so einfach. Aber irgendwie würde ich ja auch mal ganz gerne hier was anderes machen. Hoyos Versuchslabor, Versuchsmonsterstufe 1. Oh, hier haben wir auch noch eine ganze Menge zu erledigen. Experiment Nummer 102. Ja, kommt. Ab geht's. Mehr als verlieren kann man ja nicht. Oh, ich hätte abspeichern sollen. Oh, 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 egal, kriege ich schon hin. Oh, ja, das wäre doch ganz gut gewesen, wenn ich abgespeichert hätte. Ich hätte jetzt nicht damit erwartet, dass ich hier gegen Bahamut kämpfen muss. Lol. Au. Naja, egal. Komm mal her hier, Dickerchen. Ma pumische, immortige Bahamut. Oh nein. Wo kommt er runter? Au. Da kommt er runter. Phasenmodulation, juhu. Und hoffentlich eine Heilwelle, damit ich meine ganze Zeit lang wieder unverwundbar. Boah, schade. 112, was bringt das? Stufenanstieg. Vitra erreicht Stufe 3. Na, wenigstens etwas. Oh, und er setzt den Mega-Flare ein. Ja, das wird jetzt nicht... Das macht vielleicht 300, 400 Schaden oder so. Gucken wir uns das doch einfach mal an. So eine Cutscene hat man ja schon länger nicht mehr. Jum. Jetzt lädt er sich erstmal auf. Dann spuckt er uns an. Oh nein. Das ist so böse. Er wird uns so niedermachen. Oh, da kommt's runtergefallen. Und ich kann da sicherlich nicht gegen... Oh nein, es hat mir sage und schreibe... Uah, 2900... Boah, Junge! Das war doch ordentlich Schaden, was das hier gemacht hat. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber gut, okay, der ist auch Bahamut schon wieder down. Down, down. Der ist wieder down. Habt ihr das gehört? Bahamut ist down. Ich habe ein Amulett bekommen. Wenigstens etwas. Du. Ja, ich frage mich natürlich, wie ich diese Utensilienplätze aufbessern kann. Das ist eigentlich so eine Sache, die würde ich schon ganz gerne wissen. Ah, damit habe ich echt nicht gerechnet.
So, erstmal Lebenspunkte wieder auffüllen. Ja, gucken wir uns mal die Ausrüstung an, wie versprochen am Anfang des Parts. So, Ausrüstung. Genau, diese Accessoire-Teile würde ich ganz gerne mal hochgestuft haben. So, wir haben Ausrüstung. Genau, Ausrüstung. Gucken wir mal. Der Bronzereif gibt uns. Was gibt er uns denn? Achso, TP plus 10%. Magie und Physik schützt vor Toxinen. TP, achso, das ist wieder ein Bronzereif. Schutzweste, Amulett, Stirnreif, Schokoboband, AP plus 20%, Quadraslot, Eisreif, weißer Umhang stumm, benommen, Manschette, Bronzearmband, Magiepunkte, Shinra-Protektoren, Hermesstiefel, Stopp und das Silberarmband. Achso. Ich habe jetzt eigentlich mehr erwartet als das bisschen. Gut, gucken wir mal, was wir hier noch an Materia zur Verfügung haben. Analyse ist auch ganz nett. Magieverstärker. Oh, Sprung. Führt zu einem Sprungangriff. Naja, gut, meinetwegen. Gut, an dieser Stelle mache ich jetzt erst, speichere ich einmal ab, mache einen kleinen Cut und sehen uns dann. Na los. Geht doch. Und wir sehen uns dann gleich wieder bei der nächsten Folge Let's Play Crisis Core Final Fantasy 7. Bis später und so.